wieder. Ja. Teil 2 aus Frankenthal. Der Uli, der fährt was durch die Gegend, könnt ihr euch denn vorstellen. Alles für euch. Genau. Aber wie gesagt, das machen wir für euch, damit ihr auch weiterkommt. Das hat übrigens jetzt nichts nur mit der aktuellen Zeit zu tun. Das könnt ihr immer wieder machen. Auch 2022, 2023. Videos helfen auch immer weiter. Und damit legen wir los für den zweiten Teil. Okay. Füße schließen. Dreh. Jo. Okay. Mal ganz locker auf der Stelle laufen. Die Arme nehmen wir mit. Wir machen ein ganz kleines Aufwärmprogramm. Die Schultern hängen lassen, hinten die Fersen nach oben. Die Arme nehmen wir mal ein bisschen zur Seite. Okay, mal rechts. Und links nach oben. Und mal beide vor, zurück. Wir kommen wieder hoch. Die Knie anheben, Arme gehen mit. Arme nach oben und wir kreisen den ganzen Oberkörper. Und wieder wechseln, andere Richtung. Okay, die Hände seitlich. Und die Hüfte nach vorne drücken, aber bitte so, dass Bauchnabel Druck nach oben zur Decke. Und nach vorne einklappen. Oberkörper ist gerade, Blick geht zum Boden gerade. Mal die Hände seitlich. Eindrehen nach links. Soweit es geht, der Blick geht nach hinten. Und wechsel nach rechts. Und gerade. Die beiden Knöchel packen, den Oberkörper leicht ranziehen. Und mit rundem Rücken nach oben kommen. Schultern hochziehen. Und fallen lassen. Wir machen keine so ein ausrufendes Aufwärmprogramm, einfach ein bisschen locker. Wir gehen mal links leicht nach vorne. Ganz leicht locker Mai Geri, trotzdem bitte Zehen anziehen. Und die Schnappbewegung aus Kamai. Eins. Locker. Zwei. Drei. Okay. Mit dem rechten Bein, mit dem hinteren Bein, Yoko Geri, Kiyami zur Seite. Nicht hoch, aber ranziehen, schnappen, ran, zurück. Die Rückholbewegung ist wichtig. Okay, wie gesagt, ihr könnt das Kamai Uli. Ich habe die Hände hier beim Aufwärmen. Und eins. Zwei, bleibt tief, nicht nach oben gehen. Drei, locker schnappen. Okay, jetzt sind wir beim Ranziehen. Yoko Geri zur Seite, jetzt wird es mir zu gefährlich neben dem Uli. Auch nicht, kommt nicht auf die Höhe an. Okay? Genau. Einfach hier, bam, zur Seite. Eins, zwei, drei. Okay, das linke Bein nach hinten. Und wir nehmen den anderen Fuß. Locker Mai Geri. Eins, tief bleiben, Hüfte geht mit. Zwei, Zehen sind angezogen. Drei. Gerne zur Seite. Ich darf Sie kurz unterbrechen. Ja. Ich zeige euch noch was. Ich war jetzt bewusst von der Seite. Er hat es richtig gut gesagt. Zehen anziehen, Mai Geri. Und wenn ich jetzt den Kick mache, was oft passiert, zwei typische Fehler. Das erste, der kommt so von unten hoch. Das nicht. Und der zweite Fehler ist, dieser Fuß steht so. Also zu mir hin und die Ferse sind. Das Bein geht hoch. Ich schnapp nach vorne, strecke den Fuß, die Zehen aber hoch. Dann zurück und wieder hinschieben. Jetzt steht ja gerade das Partner da. Machen wir mal gerade zum Körper. Rauf, nach vorne. Mit dem Fußball treffe ich. Da auf den Punkt. Ich gucke auch dahin, wo er ist. Zurück und absetzen. Das als Tipp mitnehmen. Okay. Jetzt haben wir das auch. Zur Seite, Yoko Geri. Eins. Zwei. Auch hier locker schnappen, aber die Rückholbewegung. Drei. Wir ziehen das hintere Bein an. Und zur Seite, Yoko Geri. Eins. Zwei. Drei. Okay, nochmal ein bisschen bewegen, Hüfte kreisen. Wir gehen mal ganz kurz in Kibarachi, nicht ganz so tief. Druck auf die Außenkanten, Knie nach außen. Wir können mal gleich hier ein bisschen Druck auf die Knie ausüben. Mal locker links vor, linke Schulter vor, rechts vor und wieder gerade. Wir gehen aufrecht, nehmen die Hände in den Rücken
und nach vorne kippen und wieder zurück. Okay, und locker nach oben kommen, die Beine schließen, kurz auslockern. Okay, gut, wir bauen die Technik aus. Endpunkt war, wir stehen links vorne, senken zu Dachi, Kyakotsuki. Okay? Das war die Endposition von der einen Seite. Wir nehmen die Hände erstmal wieder auf die Seite oder ihr könnt sie hier nach oben. Wie es euch beliebt, da hat jeder seinen Vorteil. Das hintere Bein bewegt sich über die Mitte in die andere Richtung nach hinten. Also 45 Grad, die Richtung macht zusammen 90 Grad. Ja, nochmal zurück. Hast du zwei Stangen? Ah, ich habe was hier. Ah, noch besser. Ja, wir haben alles. Kurz zur Erklärung mit den Winkeln. Wer es noch nicht kennt, sieht man so schön am Boden. Das ist 90 Grad. Hier 45 Grad. Okay. 45 Grad in die andere Richtung. Also diese Winkel müsst ihr euch versuchen ein bisschen zu merken. Also wer jetzt dann die Winkel noch nicht kennt, ich weiß, wenn ihr ein bisschen jünger seid, habt ihr das in der Schule vielleicht noch nicht gehabt, jetzt wisst ihr das. Und dann könnt ihr nächstes Mal, wenn ihr mal einen Matheunterricht seid und dann fragt ihr, wisst ihr, was 90 Grad ist? Dann könnt ihr euch melden, ja, ein rechter Winkel. Aber nicht dem Lehrer dabei, der hat das Futti verpassen, ne? Nur erklären lassen Sie. Okay. Vielleicht bei der schlechten Note oder so. Okay, also wir stehen links in den Winkel. Hier, Uli hat es ja gesagt, ich habe es nochmal hier. Völlig egal. Geht mir jetzt um die Beine. Also das hintere Bein geht einmal rum über die Mitte und wir stehen in die andere Richtung. Okay, nochmal zurück. Hier. Und von hier machen wir wieder einen Schritt nach vorne. Zwar, sehr gut zu der Richtung. Und ja, vorderes Bein zurück. Wir machen jetzt die ganze Bewegung nach links, ohne die Armtechniken. Von vorne aus Kamai, von hinten. Nach vorne, Senkudachi, 1, 45 Grad. Ihr erinnert euch, zurück, 2, 3, noch zur anderen Seite, 4, 5. Und von hier wieder zurück in Yang. Machen wir nochmal. 1, 4. Zurück. 2. Drehen. 3. Und Schritt nach vorne. 4. Und Yang. Wenn ihr jetzt gekommen seid, könnt ihr das Video auch gerne mal anhalten und probiert das ein paar Mal, bis ihr es drauf habt. Und dann drückt er wieder auf Play und es geht weiter. Genau. Gut, machen wir es gleich auf die andere Seite. Wir bewegen den linken Fuß. Nach vorne senken zu Deutsch. 1. Nach vorne. Zurück. 2. Denk an das hintere Bein. Hintenrum in die andere Richtung. 1. Über die Mitte. Und wieder Schritt nach vorne. 2. Und ja. 1, 2, 3, 4 und ja. Erinnern. Okay. Ganz kurz mal auslockern. Drüber nachdenken. So, Füße schließen. Hey. Jo. Wir nehmen die Hände seitlich. Wir beginnen nach links auf eine Zeit. Aber jetzt bitte nicht durchrennen, langsam. Ein Kommando bis zum Ende, nur die Schrittfolge. Okay? Also bin gespannt. Rechtes Bein, ihr schafft es. Und ja. Okay, prima. Wir wechseln die Richtung. Ganz durch. Eine Zeit. Mach langsam, ist kein Wettrennen, okay? Ist hier Basistraining. 1.
Ja. Super. Zwei. Und hier. Okay, jetzt fragt euch sicher, was sind das jetzt für komische Bewegungen da zum Schluss? Links vorne. Wir stehen links vorne und am rechts den Kerkerzug. Ihr erinnert euch, das hintere Bein geht hoch und ich blocke jetzt mit Nagashi-Uke. Wir haben zwei Versionen. Ich blocke ihn tief. Uli zeigt euch die Bewegung für Block-Chola-Technik. Ja? Eins, hier oben, Nagashi. Würde bedeuten, ich blockiere den Maikiri oder was auch immer kommt. Uli, irgendeinen Angriff, Ohrkenn, Oizuki, egal. Genau. Okay, nochmal zurück, das machen wir gleich nochmal. Zwei. Ja? Hüfte ist wieder geöffnet, wie bei jedem Block. Hüfte ist offen, Kommando. Zwei, Kyakotsuki nach vorne, denk dran, vom Boden fließt der Strom über die Ferse, über das Knie, über die Hüfte, Oberkörper, Schulter, Arm. Zwei, und ja. Uli hat einen guten Tipp gegeben vorhin, wenn ihr das braucht, haltet es an. Macht's nochmal, macht's fünfmal, macht's zehnmal. Spielt keine Rolle, okay? Ihr trainiert für euch. Wenn ihr übrigens Fragen habt, push unten unter das Video, Fragen stellen, kommentieren, was auch immer. Wenn da irgendwas aufpoppt, dann antworten wir auch. Okay. Gleich in die andere Richtung, okay? Wir stehen rechts vorne im Kyakotsuki. So, das hintere Bein bewegt sich. Nagashi. Eins. Zwei, ja, und wir gehen in die Position nochmal. Kyakotsuki. Eins, zwei, und ja. Genau. Prima. Wenn ihr hier angekommen seid, machen wir es mit Technik. Einmal locker, Eisenzeiten. Okay? Gut. Füße schließen. Grüßen. Joi. Kamai. Rechter Fuß beginnt. Oizuki Chodan vor. Eins. Zurück geht dann mal rein. Zwei. Im Stand. Kyakotsuki. Drei. Hinteres Bein bewegt sich. Nagashi-Uke. Vier. Im Stand. Kyakotsuki. Fünf. Das ist irgendwie anders. Und ja, habt ihr es gemerkt, wer einen Fehler gemacht hat? Wart ihr aufmerksam? Nochmal. Bei der Drehung zurück. Nochmal, oder ich? Wenn wir sehen. Komm mal. Schritt vor, Oizuki. Eins. Ikiti Endpunkt. Zwei, zurück. Geh nochmal. Welches Bein steht? Yakuzuki. Drei. Jetzt welches? 4, 5, ach ne, wir haben jetzt schön, wir haben Jakob im Stand gemacht hier. Egal. Oder ist wurscht. Ob deine Kopf so gekommen oder Jakob, das spielt gar nicht so die Rolle. Okay, wir wechseln die Richtung. Aus Kamak. 1. Zurück gehen wir. 2. Jakob zu 3. Hinteres Bein. 4. Kyakotsuki. 5. Und ja. Denkt dran, ihr seid angespannt hier. Noch nicht zu Ende. 1. 2. 3. 4. 5. Yummy. Hey. Jetzt. Kommt die Luft rein. Ihr habt es gehört, Uli. Lauter geatmet, finde ich gut. Und denkt an Ausatmen, darauf müsst ihr achten. Einatmen geht denn ganz von alleine. Hm? Glaubt mir, richtig raus, denn kommt die Luft rein, kommt automatisch.
einen drauf. Ganz easy. Ihr erinnert euch. Wir machen es mal. Ihr seid super. Ihr habt es ja bis hierher. Könnt das ja. Okay. Grüße. Jo. Kann man. Nach links. Eins. Heute. Zwei. Drei. Vier. So. Jetzt machen wir hinteres Bein. Meitieren und setzen ab, mit euch zu gehen. Vier. Schnappen und setzen. Okay? Fällt dran, was Uli vorhin gezeigt hat. Schnappen, die Technik kommt zurück. Das ist nicht hier. Ja? Wenn ich ihn so angreife und falle rein und treffe ihn nicht und komme so, dann bin ich. Ja, das war's denn. Ja? Dann musst du Zahnarzt, kann man sagen. Ja, also bitte, ne? Die ganz zurück und jetzt habe ich auch wieder den Druck und das Equity für den Holz. Gut. Probieren wir zusammen. Wir stehen in Jörg. Wir beginnen rechts. Also rechter Fuß bewegt sich nach links. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und ja. Und auf die andere Seite. Langsam. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und ja. Nochmal. Eins. Zwei. Macht's erstmal bitte. Technik geht immer vor Kraft und vor Tempo. Merkt euch das für alles. Erst eine saubere Technik, dann kommt die Kraft, dann kommt das Tempo. Ja, bei allem, was ihr macht, bitte immer beachten. Wir rennen jetzt nicht durch. Eine Zeit. Locker. Locker heißt jetzt aber nicht. Ja, locker heißt hier. Trotzdem Endpunkt, locker. Ausholen, alles, nur nicht durchrennen wie ein Kloppter. Okay? Das gilt übrigens auch für Katas. Mach jede Technik, die er in der Kata zeigt, erst zu Ende, bevor die nächste anfängt. Okay? Also ich sage mal, mach die Technik und dann kommt eine kleine Pause und dann kommt die nächste. Und dann kommt es nachher nur darauf an, wie lang ist diese Pause? Ist die sehr klein oder ein bisschen größer? Aber dadurch habt ihr jede Technik sauber gezeigt. Genau. Und wie gesagt, Kraft, Tempo, kommt alles von alleine. Hey, Füße schließen. Hey, jo. Hey, kann man. Gut, wir beginnen mit dem rechten Bein nach links. Ein Kommando bis zum Ende. Eins. Ich bin immer noch stark. Und nach rechts. Eins. Jawohl. Hey, Leute. Super. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haltet sie mal wieder an. Ihr könnt alles so oft wiederholen, wie ihr wollt. Mein Tipp ist, auch in der Schule sage ich immer meinen Schülern, macht irgendwas mindestens 15 Mal, dann ist es weg. Okay? Ich sage Zeit. Genau. Ich sage auch Tschüss jetzt hier aus Frankenthal mit der Runde. Danke an den HP. Hat er sich gut was ausgedacht. Und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Ja. Tschüss. Uns alle in unseren Duschschutz. Ciao.